Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite. Na, ihr seht da die Facecam. Ich hatte ja schon öfters die Facecam, nur ich dachte mir jetzt so, Fredda hat jetzt zum Stream eine Facecam, wieso nehme ich auch mal wieder eine Facecam? Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt einfach rein, ob ich das immer machen soll oder einfach sein lassen soll. Also ist mir eigentlich völlig egal. Ich finde es auf jeden Fall, ich glaube, eine Facecam ein bisschen besser. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung und ja, schreibt einfach in die Kommentare. Also bei FIFA Challenges und so hatte ich es ja schon öfters am Start. Ich muss hier direkt mal gucken, wo ich hin muss. Also ich habe die praktisch direkt über meinem Monitor, was man wahrscheinlich sieht. Ich glaube, das ist sogar besser, als wenn das irgendwo da in der Ecke wäre oder sonst irgendwo. Ich glaube, das ist schon ziemlich perfekt. Ja, wo geht man denn jetzt hin? Da unten zu der Hütte mal, würde ich mal sagen, oder? Ich weiß übrigens nicht mehr, ob jetzt auch noch jeden Tag, also täglich ein Video kommen wird. Es kam jetzt anderthalb Wochen täglich ein Video. Ich denke aber, das werde ich nicht beibehalten können, weil jetzt halt wieder die Schule angefangen hat. Und es ja schon, ja, schon ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem jetzt mit einer Facecam noch etwas mehr. Ich habe jetzt keinen Plan, wo ich hingegangen bin. Aber was ich auch noch sagen wollte, dass halt von einem Zuschauer der Kommentar kam, dass ich so quasi scheiß unterwegs bin, ne? Also, sorry, wenn ich das jetzt falsch ausdrücke, aber es kam der Kommentar und dazu fällt mir einfach nur ein, zu sagen, dass ich einfach Fortnite für die Aufnahmen spiele. Dann habe ich halt zurückgeantwortet so, ja, ich spiele es ja auch nicht jeden Tag, ne? Und ich spiele es auch nicht jeden Tag. Ich habe die ganzen letzten Videos alle irgendwie an zwei oder drei Tagen vorproduziert, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, gestern. Und ja, also ich kenne den Zuschauer schon etwas länger, deswegen denke ich, hat er das erstmal so erlaubt zu sagen, weil er mich auch schon näher kennt. Deswegen alles gut. Aber Leute, ich spiele das Spiel nicht oft, wie ich jetzt tausendmal gesagt habe. Und das ist entschuldigt, dass ich da einfach ein richtiger Noob drin bin, wenn ich das mal so sagen darf hier. Es macht mir einfach Spaß und zum Beispiel gerade habe ich wieder vor der Aufnahme eine Runde gespielt. Da habe ich auch wieder einen Kill gemacht. Ach so, ein Kill ist jetzt nichts Besonderes, aber für mich halt schon, ne? Wenn ich dann so einen Kill mache. Ich habe ja auch viel die letzten, nicht die letzten, sondern die vorletzten Videos, also die letzten, also ja, ihr wisst, wie ich meine. Die ersten Videos von denen, das ist glaube schon die 25. Folge, habe ich alle mit Maus und Tastatur gespielt. Ja, das war nicht so on point, damit war mein Aim komplett im Arsch. Ich bin schon mit Controller etwas besser und ja, Leute, wenn ihr wollt, dass ich weiter Fortnite bringe, dann lasst es mich wissen. Weil im Moment bin ich mir da nicht ganz so sicher. Ich weiß auch nicht, ob das besser ist, wenn man Leute zuguckt, die zum Beispiel Fortnite streamen, die schon richtige Poster drin sind oder einfach so ein Noob wie mich. Aber gut, kommen wir zum Video. Da habe ich schon ein bisschen Holz abgebaut, aber noch gar kein einziges Loot on point. Ich weiß nicht, ich gehe gleich mal da hinten zu der Hütte. Weil ich habe da ja noch was on point. Wenn ich hier noch was reißen will, dieser Folge. Kommen wir hier rein. Haben wir hier was? Hier haben wir ein Schild dran. Können wir uns mal ändern? Oh ja, Mann. So. Und zack, haben wir ein Schild dran. Also das Einzige, was ich jetzt hatte... Oh lol. War ein Schild dran. Ja, Mann. Nein, ich hab's nicht geschafft, Leute. Ich würde sagen, ich mache direkt noch eine Runde und ja... Ja, moin, ne? Ging halt ziemlich schnell, ne? So, ja. Ja gut, ich nehme jetzt einfach mal die erste Runde als Runde, wo ich euch einfach ein bisschen so erzählt habe. Also, ja, ne. Würde ich mal sagen, jetzt geht's erst richtig los hier. War ja wirklich nicht so gut und unterwegs, ne? Unterwegs. Wo könnte man mal hingehen? Ich würde sagen, random raus, oder? Random raus. Jetzt schreibt mal in die Kommentare, ob das random raus überhaupt so perfekt ist oder ob man lieber doch irgendein Ziel setzen sollte, was man dann auch befolgt. Ich gehe einfach jetzt mal hier unten hin. Wir sollten nicht allzu viele direkt sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können schon viele sein. So. Direkt mal hier die Landeposition einnehmen. So, ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter. Runter. Komm. Nice. So, hier haben wir schon direkt eine Rauchgranate. Okay, die ist jetzt nicht so optimal. Gucken wir direkt mal, was wir noch so finden hier.
Hier unten war doch irgendwo so eine Art Villa, oder? War die hier nicht irgendwo? Ja, ich glaube. Ah, da ist das schon wer auf diesem Turm. Ich gehe lieber doch hier weg. Wo können wir jetzt hingehen? Können wir jetzt irgendwo anders hingehen? Bisschen Holz, falls jetzt gleich wer kommt und ich mal eben mich einbauen muss. Ja, gut, ne? Ein bisschen ungewohnt ist hier mit Facecam. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit meinem Spielverhältnis hier zu tun hat, aber. Ich kann mich gerade nicht so ganz auf das Game konzentrieren. Also entschuldigt dafür. So, haben wir hier noch eine Hütte? Da haben wir noch eine Hütte? Sieht sogar noch zu aus, oder? Sieht das zu aus? Ja, ich denke schon, ne? Wenn wir da jetzt was Nices finden, wären wir natürlich schon mal optimal unterwegs. Ja, mal, ah, das ist doch nice. Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Okay, Zielfernrohr ist nicht ganz so mein Ding, aber. Oder? Ja, ist ein Sturmgewehr, ne? Okay, vielleicht ist es doch mal geil. Das ist ja jetzt so ein kleiner Einstieg als Sniper, oder? Also wenn da jetzt so ein Gegner wäre, so boom, boom. Ja, können wir mal an. Ja, gut. Wir haben jetzt sogar fast die 110 Abos. Also mittlerweile haben wir jetzt 109. Ich glaube, wenn das Video raus ist, haben wir sogar schon 110. Also denke ich mal, weil wir noch halt World 210 Subs machen wollen. Also ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt schon hier im Voraus spreche, dass wir dann das schaffen. Und ja, es war auf jeden Fall mega nice. Das Abonnenten-Special kommt natürlich auch noch, das habe ich euch versprochen. Und es kommt, Leute. Aber im Moment habe ich halt sehr wenig Zeit und meine, also die auch den Kanal machen, glaube ich auch. Also mit Luca bin ich auf einer Schule und Fredde ist auf einer anderen Schule. Aber wir haben halt im Moment, schreiben wir eine Arbeit diese Woche. Also direkt diese Woche, ja moin, würde ich mal sagen, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Muss man halt ein bisschen lernen. So. Aber hier taktische Schrotflinte, ja nice. Also das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Also ich denke, wenn ich darunter gehe, bin ich schon direkt irgendwo, wo Gegner sind. Also ich war bei der Einspielungsrunde vorhin da oben. Und da habe ich was richtig Nices gemacht, weil ich habe unten gesehen, dass einer in diesen Tunnel da reingegangen ist. Und dann habe ich halt oben gelauert, da kann man ja so reingehen, diese Treppe runter. Und da habe ich einfach auf dieser Treppe gewartet und dann kam er mir butz und dann, ja, butz, ne? Man kennt mich. So läuft das auf jeden Fall. So gehe ich jetzt mal da hoch. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu knapp gebaut, oder? Habe ich zu knapp gebaut? Ich habe zu knapp gebaut. Man macht ja nichts. Mach doch was. Ich habe schon kein Holz mehr. Ja, moin. Als ob ich schon kein Holz mehr habe. Habe ich gar kein Holz gerade besorgt? Ja, moin. Was ist denn, wenn wir das hier abbauen? Also, wenn wir jetzt so hochgehen. Ja, bauen wir das ab, ne? Ne, ich baue da nur. Mann, ich baue da nur meins ab. Also, ich brauche Holz, Leute. Ich brauche Holz. War jetzt ein bisschen. Bisschen semi-optimal. So, ich wollte eigentlich direkt so einen Move da hoch machen. Aber gut, ne? By the way, man muss noch ein bisschen Holz haben. Gut. Ja, es sollte reichen. Als ob mir jetzt. Alter, bin ich erkältet, jawohl. Also, ich war die letzte Woche, also die Ferien, eigentlich nur am Zocken. Und. Bei so. What? CDAP, 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 CDAP. CDP, ich muss, was mache ich hier? So, ich läuft einfach mal hier hinter. Ich hab auf jeden Fall richtig Schiss. Weil er kommt jetzt. Der kommt safe jetzt hier hin. Ich glaube, ich verpiss mich mal lieber. Aber wenn ich jetzt da runter springe, 10 AP, bin ich eh down. Dann bleibe ich hier hinter. Ich bleibe hier hinter. Bleibe ich hier hinter? Was meint ihr? Bleibe ich hier hinter? Ja, gut, ne? Da ist er, da, der baut was. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hoffe nicht, dass er mich sieht. Ich hoffe nicht, dass er mich sieht. Ich hoffe, da oben bleibt. Oder? Oh ja, jawohl. Okay. Ich hoffe, die betteln sich jetzt da. Egal, ist runtergesprungen. Ich traue mich nicht zu gucken. Da hinten, bettelt euch und ich verpiss mich. Ihr bettelt euch, ich verpiss mich und ich hoffe nicht, dass die in einem Team spielen, weil da bin ich jetzt ziemlich am Arsch. Also hier lief er eben her, ich gucke mal.
Hast du auf jeden Fall was? Da ist es da hochgebaut. Alter Schwede. Da war er, da war er, da war er. Wenn ich hier in die Ecke gehe, ich glaube nicht, dass der hier reinkommt. Also hier könnte man sich jetzt auf jeden Fall mal verstecken. Ja, ne, könnte man mal machen. Also 10 AP, ja moin, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier campen soll oder ob ich rausgehen soll. Was meint ihr, was meint ihr? Was macht ihr jetzt in so einer Situation? Also ich habe irgendwie keinen Bock jetzt hier zu campen, ich verpiss mich. Auch wenn ich da jetzt drauf gehe dabei, aber ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ja, jetzt eine Steintreppe hochgebaut. Auf jeden Fall nice zum Runtergehen, Dankeschön dafür. Ich glaube, ich gehe in diesen Tunnel, weil das heißt ja nicht, dass da immer einer reingeht, weil er vielleicht schon denkt, da war auf jeden Fall schon wer, da war auf jeden Fall schon wer. Und ich versuche mir jetzt einfach mal zu gönnen, ich bin auf jeden Fall noch gut drin, okay. Nice. Es darf nur keiner sehen, dass ich da reingehe. Was habe ich letztes Mal auch von da oben gesehen? Und ja, dann kann man an der Treppe einfach warten. So, ist hier denn noch was? Also die Tür ist auf. Ich denke nicht, dass hier noch was ist. Nee, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier wurde alles weggenommen. Aber ich glaube nicht, dass er hochgegangen ist, weil beide Türen auf sind. Das deutet darauf hin, dass er an der einen Tür rein und dann wieder rausgegangen ist. So, also ich bin den Berg runtergegangen, jetzt gehe ich wieder hoch. Also hier ist doch einer irgendwie hergegangen. Weil der eine ist vielleicht hier den Berg wieder runtergegangen. Das wäre natürlich auch möglich. Also da hinten bin ich runtergegangen. Und hier bin ich ja hochgekommen. Jawohl. Ja, das Auge verkleinert sich ein bisschen, aber ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt noch irgendeine Chance mit 10 AP habe. Ich denke mal nicht, aber ich gebe natürlich jetzt hier nicht auf. Ne? Ich mache das natürlich weiter. Oh, Alter. So. Jetzt auf jeden Fall was Schniekes hier rüber gebaut. Ist das Metall? Das ist doch Metall, oder? Ja, das ist safe Metall, ja. Also jetzt auf jeden Fall hart gegönnt, dass das mit Holz, das mit Stein und das mit Metall, by the way. Ja, moin. Ich sag es auch schon, by the way. Jetzt habe ich mir bei anderen zu viel angehört. Dass ich das auch jetzt ständig mir gönne. So, ich habe jetzt mittlerweile nicht mal mehr irgendwas um mich. Ja, okay. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ist das nicht nur, wenn man das baut, dass das noch so gefärbt ist? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mehr Ahnung von diesem Spiel haben. So. Ah, hier ist es das CD-Depot. Auch mal gut zu wissen hier. Okay. Ich nehme noch 27 weitere, also Top 10 ist mein Ziel. Ihr kennt es, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, weil ich ja 10 HP habe. Ne? Ich bin okay. Schon solide HP-Anzahl. So. So, ja, ich habe einfach gar kein. LOL! Ja, moin, würde ich sagen, ne? Also, es lief diese Folge wieder etwas suboptimal, wenn ich das so nennen darf. Schreibt gerne wieder was, dass ich scheiße bin oder sonst was bin. Es juckt mich nicht. Ich mache das Projekt so, wie es mir gefällt. Und ich spiele das Spiel auch nicht nur, weil ich jetzt das Let's Play, sondern ich spiele es einfach nur, weil es mir für das Let's Play Spaß macht. Es macht mir so vielleicht mal mit Freunden eine Runde Spaß, aber. Ich bevorzuge eher die anderen Spiele, aber ist nichts persönlich gegen Fortnite. Wir machen halt andere Spiele etwas mehr Spaß. Fortnite ist ein super Spiel. Falls ihr wirklich richtig gut seid, dann gönnt euch das Spiel. Also ich habe da nichts gegen. Ich da kann da auch nichts gegen, aber ist ja eure Sache. Nur lasst mich so spielen, wie ich will. Wenn ihr das Video nicht gucken wollt, dann lasst es sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Falls euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, ich würde sagen, ciao, ciao.